everybody wanna be friends now, but not everybody been with me. Started with a couple hundred plays now, but not everybody saw this me. I seen it coming, it was all or nothing. I knew the future gonna give me something. I put in the time, put in the work on my rhyme. Knew all along I was shine, I'm on now. Was geht, Hedgebomb, zu diesem Video, und heute hab ich mal für euch einen weiteren Glitch, und zwar wie man die Elite-Skins in Rainbow Six Siege wieder bekommen kann. Neue Season, neue Elite-Skins, man kann nicht alle bekommen, leider, aber man kann wieder so gut es geht alle bekommen. Bevor wir damit aber anfangen, werde ich euch noch sagen, was man alles braucht, und ich muss mich jetzt erstmal bei insgesamt 4 Leuten bedanken. Erstmal beim Tobias Tatze, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Er hat die Kanamikid-Schaft abgeschlossen, ist nun Junior Kanamikid. Dann beim Bastian Köhle oder Köhler. Er hat auch die Kanamikid-Schaft abgeschlossen, ist auch nun Junior Kanamikid. Und beim Max von der Heiden. Ich hoffe, das ist richtig. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn das falsch ist. Tut mir leid. Aber dann auch noch beim der wilde Typ. Ich bedanke mich bei euch allen. Alle 4 haben die Junior Kanamikid-Schaft abgeschlossen. Kuss geht raus. Vielen, vielen Dank für euren Support. Das ist echt nicht mehr normal. Wirklich, Kuss geht raus. Ich hoffe, das ist alles richtig ausgesprochen. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn irgendwas falsch ist. Aber alles, was ihr für den Glitch braucht, den ich euch heute zeigen werde, ist einmal Safe Wizard. Dann einmal das Safe, was ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Und dann einfach einen USB-Stick, der einfach ein bisschen aushält. 2-3 GB müsste der einfach aushalten. Das dürfte auch schon reichen. Ihr braucht zwar nicht alles davon, aber das müsste einfach ausreichen. Und ja, das wären fürs Erste die Voraussetzungen. Dann würde ich jetzt sagen, zeige ich euch, wie man das Safe moddet. Wir sind nun an meinem PC, dann öffnen wir Safe Wizard, downloaden das Paket hier, was unten rechts zu sehen ist, dann gehen wir auf Resign, dann gehen wir hier auf Import, USB-Stick muss natürlich auch angeschlossen sein, dann gehen wir hier auf die Elite-Skins, gehen dann hier einfach auf Öffnen, das ist das Pack, einfach auf Öffnen, dann machen wir hier auf Kusa einfach einen Doppelklick, dann öffnet sich das, dann gehen wir hier auch wieder auf Import und klicken diese Meldung auch mit OK, dann haben wir hier das mit den Profilen, dann suchen wir einfach mein Profil hier raus, ich habe das neue Member genannt. So, das dauert jetzt hier einfach einen kleinen Moment. Das müssen wir jetzt einfach nur noch abwarten. Es ist nun fertig, die Meldung bestätigen wir einfach mit OK. Das Safegame ist nun gemoddet. Ihr könnt den USB-Stick einfach jetzt aus eurem PC jetzt rausnehmen. Den müssen wir jetzt einfach nur noch an der Konsole jetzt anschließen. Dann würde ich jetzt erst einmal sagen, switchen wir auf die PlayStation 4. An der PS4 angekommen, müssen wir jetzt einfach in die Einstellungen. Und dann auf Netzwerk. Gut, mein Internet ist gerade abgeschissen, deswegen ist das egal jetzt. Wir machen einfach den Haken beim Netzwerk verbinden, machen wir einfach raus. Dann gehen wir jetzt hier rein, bei Verwaltung der von Anwendung gespeicherten Daten. So, dann kopieren wir das Safe einfach rein. So, gespeicherte Daten auf USB-Speichergerät. Hier gehen wir jetzt nun einmal rein, dann im Systemspeicher kopieren. Dann wählen wir Rainbow Six Siege aus, das ist das Safe. Dann gehen wir einfach auf Kopieren. So, einfach nur auf Kopieren gehen. Das dauert jetzt bei mir ein bisschen, weil mein Internet ist nicht das Beste, beziehungsweise die PS4-Server sind nicht die besten. Dann gehen wir hier auf Ja. Dann dauert das ein bisschen, und das Internet muss die ganze Zeit noch aus sein. Wirklich ganz wichtig, das Internet muss die ganze Zeit aus sein. So, wir starten dann jetzt Rainbow Six Siege. Dann gehen wir jetzt erst einmal da rein. In Rainbow angekommen, dann bestätigen wir die Meldung mit X einfach mit X annehmen. Ich werde hier das jetzt einmal überspringen, weil hier mache ich das ganze Spiel einfach nur noch auf Deutsch. Ich habe das Spiel auf Deutsch, dann gehen wir einfach nur noch auf Spielen. Was wir da machen, ist dann hier auf Übungsplatz zu gehen, und dann wählen wir Einsamer Wolf aus. Dann warten wir, bis das Ganze hier geladen hat. Das dauert jetzt vielleicht 1-2 Sekunden. Bei mir hat das jetzt einfach ein bisschen länger gedauert. Ihr kennt das. So, wir sind dann jetzt hier drin. Dann wählt ihr hier irgendwas aus bei den Orten. Und ich nehme jetzt hier einfach mal, keine Ahnung, Ash. Komm, nimm mal Ash. Dann gehen wir hier auf Ausrüstung bestätigen. Ihr könnt sehen, es hat schon die Diamanttarnung. Ja, dann warten wir jetzt, bis wir im Match drinne sind.
Im Match angekommen, dann drücken wir jetzt einfach nur noch die PlayStation-Taste, gehen dann einfach wieder in die Einstellungen, dann wieder auf Netzwerk und dann mit dem Netzwerk verbinden, also mit Internet verbinden, machen wir dann wieder rein. Wir gehen dann einfach wieder in Rainbow und dann dürftet ihr gleich feststellen, dass es einen ziemlich großen Lag geben wird. Bei mir hat es gerade gelaggt, das war es auch schon. Ich werde gleich noch eine Meldung bekommen. Ich will euch die auch noch einmal zeigen. Das ist dann die Meldung, dass wir dann hier wieder verknüpft sind. Es laggt einfach ein paar Minuten. Gut, ein paar Minuten nicht, aber es laggt ein paar Sekunden. Gut, jetzt sind wir verbunden. Was wir dann jetzt einfach machen, ist einfach nur noch das Match zu verlieren oder einfach das Match zu beenden. Wir sind nun aus dem Match rausgegangen, dann gehen wir auf die Operator. Wenn wir dann bei den Operatoren angekommen sind, gehen wir einfach mal auf Angreifer oder Verteidiger. Das ist komplett egal. Und dann werdet ihr sehen, alle sind auf Elite. Das ist wirklich jetzt bei jedem so. Aber was ihr bedenken müsst, jedes Mal, wenn ihr Rainbow Six Siege neu startet, werdet ihr keine Elite-Skins haben. Ihr müsst dann wieder das Internet ausmachen. Ihr dürft aber noch nicht in Rainbow sein. Und dann müsst ihr wieder in das Match gehen. Also ihr startet, macht das Internet aus, dann startet ihr Rainbow. Wenn ihr in Rainbow drin seid, startet ihr dieses Match, was ich euch vorhin gezeigt habe. Und dann macht ihr, wenn ihr im Match angekommen seid, einfach wieder das Internet an. Dann laggt es wieder. Und wenn es gelaggt hat und ihr wieder komplett verbunden seid, könnt ihr dann wieder rausgehen und dann habt ihr das. Wie gesagt, müsst ihr jedes Mal so machen. Ist ziemlich nervig, aber es soll man machen. Ihr habt aber trotzdem alles. Ja, das war es soweit von dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir doch mit einem Like und einem Abo. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Würde mich auch mega gut unterstützen. Kuss geht raus an jeden, der das macht. Ich wünsche euch dann jetzt noch viel Spaß damit. Bleibt gesund und ciao. Hey, ihr wollt in den Streams auch mal dabei sein? Dann kommt auf den Discord-Server von Newt. Ihr könnt mit anderen Mitgliedern schreiben, in den Sprachchannels Spaß haben und könnt auch mega krasse Emotes benutzen. Wenn ihr kommen wollt, dann gebt einfach Ausrufezeichen Discord in den Streamchat ein oder guckt in die Videobeschreibung. Viel Spaß noch am Stream und im Discord.